Hier bellen schon wieder die Hunde um die Wette, ich könnte sie alle erwürgen. Und ich erwähne es nochmal, ich spiele das Spiel, wie ich es möchte. Ob es effektiv ist oder nicht, ist mir egal. Es macht mir so Spaß. Diese großen Bäume, bringen die eigentlich irgendwas? Hm, vielleicht bringen die... Ich hasse es. Also ich muss sagen, das mit den Städten ist wirklich ein bisschen beschissen. Also wenn die so wirklich so extrem nah sind... Kann ich wenigstens mal aufdecken schon mal. Gut. Dann weiß ich wenigstens, wie groß die ist. Ich bin sehr glücklich. Oh nö. Ich habe gerade gedacht, oh super. Was? Nee, mach keinen Scheiß. Mädchen. Kannst du hier noch irgendwas gucken? Wir hätten es wirklich noch schaffen können, wenn ich das nicht entdeckt, wenn ich da oben nicht ein bisschen unvorsichtig gewesen wäre. Ich glaube, ich hätte dich lieber da hinten. Das ist auch ein super Gebiet für Holz, glaube ich. Ich muss anfangs immer erstmal nach Stadtrohstoffen schauen. Oh, schön. Wenn ich den kriege, kann ich da auch wieder richtig schön Schaden anrichten. Bei solchen Gebäuden lohnt es sich dann wieder, wenn 10% Energie weniger Energie verbraucht wird. Das ist mir zu riskant. So wertvoll kann das Zeug da drin gar nicht sein. Ich hoffe, die lassen von mir ab. Okay, ich sollte auf jeden Fall in die Richtung hier meine Häuser bauen. Du gehst mal mit hier hin. Sind das alles? Die haben wir gerade ganz schön gut angezogen, muss ich sagen. Okay. Abreißen kann ich das Ding auf keinen Fall. Im Grunde haben wir diesmal absolut nichts gefunden. Ist aber auch okay. Alles nur schwache, das ist gut. Das hier oben ist echt nicht so lustig. Du kannst aber Stunk machen. Also die nördliche Welle könnte tatsächlich hier durchkommen zum Endkampf. Hier ein Schockturm, hier ein Zweifelstrecker. Wir halten das super auf. Man kann sich auch super zurückfallen lassen. Ich frage nicht, wie viel ich hier rauskriegen würde. Ich sehe es nicht ein, leider. Ich kann auch gleich mal gucken. Ich wüsste es gerne. 21. Das Gebäude will ich. Aber sowas von. Sehen. Besser wird's nicht. Guck mal hier noch so. Auch nochmal 11.
Ich warte erstmal, was. Die Sägemühle. 21 für. Eine Sägemühle mit 21 Holz ohne irgendwelche Förderung. So, wie kriege ich die noch rein? 16. Ach so, ich wollte gerade sagen, warum das keine Energie versorgen, aber ja, stimmt. Stein kann ich ja auch direkt gleich holen. Ich sollte schon hierher gehen. Ich muss sagen, ich finde das mega geil. Also es kann zwar echt nervig sein, aber ich finde das irgendwie auch mega geil, wie aggressiv die sind. Was war schon 17? Aber hier, 21, das wäre schön. Oder hier. 22, was sind das für riesen Kakteen hier? Okay, Waldbruch, jagt ihn eine Kugel durch den Kopf. Medicine Tag, Mark Tag. Ich nehme den Scharfschützen als Technologie, weil der kostet auch mehr. Ich glaube, ich mach's dir nicht gut. Das ist echt ein sehr gefährliches Spiel hier, muss ich sagen. Ich glaube, das habe ich schon versaut. Wo kommen denn die Starken hierher? Our forces are in danger. Order is served. Units under attack. Ja, das sehe ich auch, aber ich kann hier nicht weg. Ich mach's schlimmer. Statt besser. Was? Hä? Der lockt die hier hinten an, ernsthaft? Das finde ich mega scheiße. Wenn ich ein was brauche, dann sind es jetzt ganz dringend Soldaten. You are gonna pay me for this, right? I mean, tats. Yeah. Right between the eyes. Yes. Our soldiers are in trouble. The colony is under attack. Our forces are in danger. Yes. Die überrennen mich. Das kann ich gar nicht verhindern. Aren't there other units to bother?
Yeah. Building complete. My bow is ready. Is everything okay? What? Got you. Whatever you say. Our buildings are being attacked. Na, greif lieber das Ding an. Ja, ist mir schon aufgefallen. Units under attack. Aren't there other units to bother? What? Das kann ich vergessen. Our soldiers are in trouble. Die schlachten uns ab. Ich habe keine Möglichkeit, groß rauszukommen. Commander? Hier bellt gerade ein Hund wirklich ununterbrochen. Ich brauche ganz, ganz dringend diesen Stein. Ich kann mich auch gerade überhaupt nicht ausbauen. Also diese Stadt hier ist wirklich scheiße platziert für mich. Vielleicht, hätte ich auch ne, vielleicht darf ich wirklich den Salt nicht überall hinstellen. Ja, das Ding hält ein bisschen was aus. Geh in die Kaserne hin und dann wird das. Ich habe eigentlich schon hier gedacht, dass es das war. Aber ich kann gerade auch relativ wenig machen. Ich verschwende jetzt die ersten Tage. Weil ich einfach keine Soldaten habe, um das Gebiet entsprechend zu sichern. Die eine Jägerin fehlt mir halt einfach. Das ist halt echt ein Problem, wenn man anfangs Leute verliert. Und reparieren darf ich jetzt auch erstmal nicht. Dauert nicht mehr lange, dann fange ich an, ihr Geld zu verschwenden. Aber ich kann es nicht verhindern. Dann baue ich erstmal haufenweise Bogenschützen. Das noch ein bisschen. Läuft bei Weitem nicht so gut, wie es laufen könnte. Ich baue es lieber so hin. Okay, wenn jetzt hier irgendwo mal ein Stärkerer reinkommt, habe ich verloren. Also ich werde jetzt erstmal nicht auf weiter ausbauen. Nicht solange ich noch ein paar Bogenschützen habe. Hier habe ich sowieso gar keine Möglichkeit. Ich habe schon gedacht, das hier war es, weil wenn sie hier rangekommen wären, wäre auch Schluss gewesen. Das Gute ist, ich kann mir jetzt gleich richtig viele Bogenschützen machen, weil ich jetzt so viel Geld gesammelt habe. Und die werden wir auch brauchen. Und dann repariere ich das Ding hier gleich, sobald ich wieder Stein habe. Denn ich mag es nicht, wenn meine Kommandozentrale beschädigt ist. Er braucht doch bloß einen Exerzierplatz, mehr braucht er nicht. Und eine Bogenschussanlage. Der Rest ist nicht so wichtig. Ja, das lockt jetzt langsam an. Die Kaserne scheint mehr Krach zu machen. Ich hätte diesen Schockturm abreißen sollen. Jetzt ist es zu spät. Wenn die jetzt an ein einziges Haus rankommen, war es das eh. Gerade am Anfang, wenn ihr gerade anfangt, wenn ihr da ein Haus verliert oder ein Zelt oder was auch immer, ist Schluss. Ihr habt es ja vorhin schon gesehen, das ist nur echt schwer aufzuhalten, vor allem mit Bogenschützen kriegt das für gewöhnlich nicht gebremst. Es war schon
gut, dass ich die hier runtergekriegt habe. Weil wenn die hier reingekommen wären, dann wäre auch Schluss gewesen, weil das lockt dann so viele Gegner an. Bei der Karte hier garantiert. Dahin. Ich muss das Gebiet hier hinten sichern. Und ich muss mir Lebensmittel ergattern. So, hier noch einen hin. Oder eine. Wohl eher. Du musst auch schnell sein, sonst ist hier schnell Schluss. Okay. Jetzt werde ich langsam wieder ein bisschen mutiger. Das ist auch gut, wenn wir das hier so kriegen. Jetzt gehen jetzt auch die Arbeiter aus. Jetzt brauchen wir erstmal Essen. Würzen. Jetzt haben wir wenigstens ordentlich Rohstoff, um uns auszubauen. Die frisch Infizierten sind echt nervig. Anfangs zumindest. Später interessieren sie einen nicht mehr so. Aber gerade am Anfang. So, wir holen uns jetzt das Gebiet hier oben. Du kannst da stehen bleiben. Moment, was mache ich da? Und auch wenn mir gesagt wurde, dass ich das Spiel nie bisher überhaupt schaffe, muss ich sagen, ich habe es doch ganz gut hingekriegt. Die anderen drei Missionen auf maximaler Schwierigkeit. Auch gut, es sind manchmal diese Angaben, die man kriegt. Ja, ich habe das und das geschafft. Und dann schaut man in meinem Internet so nach und sieht, das ist ja doppelt so viel als gute deutsche Spieler ansonsten. Also, wenn ihr wirklich ein Meister in diesem Spiel seid, vergleicht mich bitte nicht mit euch. Es kann gut sein. Ich bin nicht der Beste, dafür bin ich auch schon zu alt, wenn ich ehrlich bin. Das ist mir auch bewusst. Warum kriege ich da nur so wenig raus? Ich dachte, diese Baumdinger kriegen viel mehr, aber sind die bloß für Nahrung richtig gut geeignet. Darf ich nur so wenig? 16. Ja. Aufgaben gibt's. Wenn die jetzt hier dran rennt, ich glaube, dann ist die Stadt schnell infiziert. So, jetzt müssen wir wieder an Arbeiter denken. Praktisch denken, sehr geschenken. In dieser Welt gar nicht so abwegig. Kann ich eh nichts anderes reinbauen. Hätte ich gar noch jemanden? Ach, einfach nur Gegner. Vielleicht kann ich danach noch ein bisschen mehr essen und ein paar Kolonisten mehr schaden nicht. Gut, nehmen wir das. Yep. This better be good. You again.
hope you're not wasting my time. Yes, tell me. But be quick. Oh, more orders. Our forces are in danger. What? Okay. This better be good. Are you sure? What? You order, you pay. So. Tag 8. Uns fehlen vor allem Arbeiter. Dann kann ich deswegen nicht mal die Schreinerei bauen. Gegen Einzelne haben wir noch gar keine Probleme, das ist für gewöhnlich schaffbar. Aber wenn mehrere von diesen Starken kommen, dann wird's haarig. Oder sag mal kritisch? Ist ja eigentlich egal. Keine Arbeiter, wir Wichtelein. Niemand mag für mich arbeiten, weil ich so kacke bin. Oh, hier oben brauchen wir Eisen. Ich muss sagen, dieses Holzeinkommen ist sehr schön. Ich habe eigentlich echt schon gedacht, dass wir verloren haben. Ich habe das hier schon gesehen, wo der immer weniger Leben hatte. Wenn er gestorben wäre, dann wäre es das wahrscheinlich auch gewesen. Hätte ich die Jägerin nicht hochgeschickt, ich glaube, das hätte man nicht gepackt. So. Einmal vierfach Eisen. Für mich. Weil ich so toll bin. Nein, bin ich nicht, aber ist auch egal. Ich will es trotzdem. Wo habe ich jetzt eine gebaut? Ach, hier für mehr Häuser. Und noch mehr Spaß. Yay! Und wir brauchen mehr Dingens. Mehr Arbeit sowieso. Wir haben jetzt natürlich ausnahmsweise. Ja, aber wir haben da einen fetten Klumpen angezogen. Allerdings ist er jetzt auch ein Veteran und das merkt man deutlich. Boah, ist das scheiße. Nee, ernsthaft, das ist wirklich Mist hier. Die große Balliste wäre jetzt langsam angebracht, wenn ich ehrlich bin. Und den Farben. Erstmal die große Balliste. Ich sollte mich ja irgendwie verteidigen können dann. Ach ja, Energie mache ich ja gerade schon. Hier wäre natürlich so ein Fass nicht schlecht. Geh mal ein Stück vor, damit du einfach besser helfen kannst. Leider keine Nahrung mehr für uns. Jagen wird auch immer unattraktiver gerade. Kann man die Ölsardinen rausziehen? Ich weiß, das geht nicht. Kann ich hier vielleicht noch ein bisschen jagen. So, die Forschung ist auch fast fertig. Wann ist denn das passiert gerade?
other units to bother? Our soldiers are in trouble. Let me put an arrow in his head. Great idea. No. Our forces are in danger. Attention. Technology research finished. Toll, das habe ich. Was elementar Wichtiges verloren. Ich weiß jetzt auch nicht, wo der erste Angriff herkommt. Ja, hol mal die da. Denn ehrlich gesagt, ich möchte das nicht. Ich muss darauf vorbereitet sein, dass hier unten ein Angriff kommt. Also manchmal lässt sich der Angriff schon ein bisschen Zeit. Das hier brauchen wir auf jeden Fall. Bloß nicht unbedingt gleich jetzt. Westen. Vielleicht brauchen wir es doch direkt jetzt. Okay, Westen. Können sie auch hier unten kommen. Machen wir es am dümmsten. Wenn sie die Stadt mitziehen, war es das eh wahrscheinlich. Ich baue sie mal hier hin. Eine könnte ich noch bauen, aber ich weiß echt nicht wo. Ich muss gucken, wo der Angriff kommt. Erstmal ausmachen, um Geld zu sparen. Oh, so sparen wir auch Arbeiter. Wie praktisch. Die nächste baue ich hierher. Die könnten trotzdem hier unten kommen, wenn ich Pech habe. Ich weiß halt nicht, wie die Karte aufhört. Baut ist. Das sieht man leider nicht. Ich glaube, sonst wäre es auch viel zu leicht, wenn du wirklich alles sehen würdest. So ist halt mit Nebel des Krieges, ist halt viel schwieriger, was ja auch gut ist. Wäre natürlich auch interessant, wenn man solche Sachen ausmachen könnte. Nebel des Krieges zum Beispiel. Also Nebel des Krieges einfach entfernen. So, als nächstes hätte ich gerne Farm. In anderen Spielen hat man hier um die Zeit schon ganz andere Sachen. Ah, da merkt man mal, wie abhängig man von dem Anfang wirklich auch ist. So, du gehst mit dir runter. Du machst mal die Farm. Ich glaube, dann würde ich gerne jetzt hier nach unten expandieren. Der macht es hier eigentlich ganz gut, wenn ich ehrlich bin. Das Ding wird sich auch lohnen, wenn ich mir das leisten könnte. Geht schon los. Diese Städte sind echt ein Problem immer. Interesting. It could be worse.
Ja, wenn ich dann die Farm habe, kann ich hier Farm bauen. Hier Farmen sind das sind sowas ähnliches wie Tierfarmen, nur mit Tier. Okay, stich am stärksten. Kennt noch jemand den Film Animal Farm? Der ist schon relativ alt. Ich finde ihn immer noch gut. Ui. Das war was Stärkeres. Würde ich sagen. Eines Tages werden sich die Tiere erheben. So wie in der Serie Zoo, aber die war doof. Das war überhaupt nicht so, wie ich gedacht hätte. Wo habe ich noch einen Anfang geschaut? Habe ich nicht. Ach, die ist noch in Forschung. Und ich sollte mal das Ding wieder anmachen. Ehrlich gesagt, ein Schockturm wäre mir viel lieber an der Stelle. Ich hätte den hier lieber hier. Wenn die so eine Farm infizieren, habe ich sowieso die Arschkarte, weil da kommen echt viele raus. Das Gute ist, da haben wir gleich keine Nahrungsprobleme mehr. Drei Stück mit einmal. Ich glaube, bis zu vier kann es erwischen. Richtige Katapulte wären auch nicht schlecht. Ja, ich glaube, so eine Farm zieht auch viele Leute, viele Gegner an. Oh oh. Hier muss eine Balliste her. Lieber die als die Farm. Wenn die Farm überrannt wird, war's das. Ach, minimaler Schaden, was kostet denn das? Geh mal hier hinter. Lock sie mal lieber dahin. Okay, aber die nicht. Du kannst trotzdem mir mal helfen. Tag 13 und wir haben leider keine wissenswerten Fortschritte gemacht, wenn ich ehrlich bin. Den würde ich so gern reparieren. Du gehst hier hin. Du gehst hier hin. Ich muss sagen, das ist echt blöd. Das kriege ich nicht gut verteidigt, da muss ich zu viele Türme bauen. Hier wäre ein besserer Punkt. Vielleicht, ich weiß es nicht so genau. Hilf mal mit. Das wird zu brenzlig. Vielleicht kriegt ihr auch endlich mal Erfahrung dadurch. Aber scheint wirklich nur der finale Schuss zu zählen. Und den nehmen meistens die hier weg, die mehr Erfahrung haben schon. Roger that.
Wenn ich das verteidigt kriege, wäre das eine gute Stelle. Hier wäre eine bessere Stelle. Dann habe ich nämlich noch ein bisschen Wald davor. Und dann kann ich ihn da wegnehmen. Den will ich nämlich ehrlich gesagt ungern da lassen. So, hier machen wir Bank und den Rest später rein. Hier muss ich um... Hier muss irgendwo... Hier müsste eigentlich... die Balliste hin. Hilf mal damit. Klar, ich gehe weg und schon geht's los. Hilf mit. On your orders. Yeah. Units under attack. Das kann ich mir nicht. Any orders? Vollidiot. What? Roger that. Our soldiers are in trouble. Come on. Na geht doch. Ihr geht mal vor. So, müsste eigentlich alles erwischen. Dann hätte ich die Enge hier auch schon. Ah, hier sind gar nicht die Gegner hinten. Sehr gut. Mein Hals macht übrigens manchmal komische Geräusche, nicht wundern. Ich will wirklich diesen Schockturm reparieren. Okay, wo brauchen wir als nächstes eine Balliste? Hier in diesem Bereich eigentlich. Beziehungsweise hier unten wäre es wirklich am besten. Aber da werde ich keine richtig hinkriegen. Also wird die nächste erstmal hier platziert. Aber nur meine Häuser zu schützen. Beziehungsweise hier bräuchte ich eigentlich zwei. Warte mal, jetzt will ich wissen, ob hier einer dahinter steht. Das könnten sie zwar infizieren, aber es wäre unlogisch, dass sie direkt da drauf stürmen. Es könnte auch ein ganz abgeschotteter Bereich da unten sein, was ich schön finden würde. So, jetzt brauchen wir erstmal noch ein bisschen mehr Energie. You again. Yeah.
Hilf mit unten. Ich will diesen blöden Turm. Es ging gerade kurz, warum auch immer. Ach so, ich kann es natürlich reparieren, dann habe ich aber keine Energie mehr. Das ist ja irgendwie ausgenommen, ich weiß auch nicht warum. Du willst mal hier mit. Haben wir es gleich. Ich will diesen Turm. Mann! Oh, hoppla, da habe ich ja was elementar Wichtiges vergessen, fällt mir gerade so auf. In meinem jugendlichen Leichtsinn habe ich das vergessen. So, die Frage ist, von wo kommt der nächste Angriff? Ich werde euch mal ganz kurz... Ich mache mal kurz eine Unterbrechung, Moment.